Ich bin Fine und wurde dazu eingeladen, das Webinar zu moderieren. Und das ist schon unsere dritte Folge der Webinarreihe Ernährung ist systemrelevant. Herzlich willkommen. Ihr seht, dass ihr alle euer Mikrofon aus habt oder die meisten von euch. Das ist einfach, um die Nebengeräusche zu minimieren, damit wir die, die reden, eben gut hören können. Und einige von euch haben auch die Kamera schon an, das ist voll cool. Also ihr seid herzlich dazu eingeladen, euer Gesicht auch zu zeigen, aber das müsst ihr auch nicht. Und genau, wir haben ja gerade eben schon alle im Chat geschrieben, da könnt ihr auch jederzeit eine Frage stellen oder genau, was schreiben, was ihr loswerden wollt. Genau, und ihr fragt euch bestimmt, was heute eigentlich alles passiert. Und jetzt gleich wird erstmal Miriam mit Paulina einen kurzen thematischen Einstieg geben. Die beiden haben die Webinarreihe auch organisiert. Und danach haben wir ein kurzes Gespräch, so 25 Minuten mit dem Ingo. Den könnt ihr ja auch schon im Bild sehen. Der ist heute zu Gast und hat oder arbeitet in einem Unverpacktladen. Und danach gibt es eine kleine Take-Home-Aufgabe, also eine kleine Gruppendiskussion, in der wir alle gemeinsam eine Frage diskutieren können und dann noch einen kurzen thematischen Abschluss, sodass wir nach einer Stunde ungefähr dann fertig sind. Und das Ganze wird auch als Audio aufgezeichnet und dann auf dem YouTube-Kanal von Janun veröffentlicht in ein paar Tagen. Da könnt ihr also auch nochmal alles von heute nachhören oder euren Bekannten und Freunden auch davon erzählen. Und genau, den Link zum YouTube-Kanal, den hat Miri auch gerade nochmal in den Chat gepostet. Genau, und damit leite ich schon mal über zu Paulina und Miriam. Danke dir. Miri und ich, wir sind beide bei Ekona, das ist ein Projekt von Janun, dem Umweltnetzwerk Niedersachsen, und da haben wir uns kennengelernt und machen irgendwie viel zu nachhaltiger Ernährung, Ernährungssouveränität und allem, was so dazugehört. Haben zum Beispiel mal einen Workshop entwickelt zur Ernährungssouveränität und machen irgendwie Bildungsarbeit. Sind, glaube ich, sprechen wir für uns beide froh, mal wieder an dem Montagabend in einer interessanten Runde zu verbringen mit Leuten, die Lust haben, über die nachhaltige Ernährung zu diskutieren. Und so in dem Kontext kam uns auch die Idee für dieses Webinar. Also wir sind eigentlich auch noch eine große Gruppe, noch mit mehr Leuten, von denen auch ein paar hier sind, habe ich eben gesehen. Genau. Aber was wir genau heute machen, erzählt euch Miri. Ja, unsere Reihe hier heißt ja Ernährung ist systemrelevant. Wir hatten beide den Eindruck, dass die Auswirkungen von Corona und auch von den politischen und sozialen Maßnahmen, ja, die jetzt eingeführt wurden, auf das Ernährungssystem sehr vielfältig sind. In der Berichterstattung hört man ja vor allem von fehlenden ErntehelferInnen oder von jetzt eingeflogenen ErntehelferInnen. Oder von Hamsterkäufen, Nudeln und Mehl sind alle. Aber wir hatten den Eindruck, dass es ein bisschen zu kurz berichtet ist und dass es noch viel mehr Aspekte und Akteure, Akteurinnen gibt, die nicht genannt werden und nicht zu Wort kommen. Und deswegen haben wir diese Webinarreihe ins Leben gerufen, um noch mehr verschiedenen Menschen eine Stimme zu geben und ihre Perspektive auf die aktuelle Lage und auf die Chancen und Hindernisse, die das für ein nachhaltiges Ernährungssystem bietet, kennenzulernen. Wir haben jetzt heute hier Ingo, der kann natürlich auch nur für sich und seine Perspektive und seinen Laden sprechen und nicht für alle Unverpacktläden oder alle Läden insgesamt, aber genau, kann seine sicherlich sehr spannende Perspektive mit uns teilen. Wir sind auch keine ExpertInnen, was die Auswirkungen einer globalen Pandemie auf das Ernährungssystem angeht und sind sehr neugierig, heute wieder einen spannenden Einblick zu kriegen und Neues zu lernen. Genau, ich habe jetzt schon öfters Ernährungssystem erwähnt, da möchte ich noch einmal zu Paulina zurückgeben. So, genau.
Da seht ihr es schon, das ist unsere etwas vereinfachte Darstellung des Ernährungssystems. Und genau, heute befinden wir uns ja so da unten in der Mitte beim Handel. Vorletzte Woche waren wir bei den LandwirtInnen, letzte Woche dann bei den Cafés, beziehungsweise genau zwei Cafés von Millionen so ungefähr. Und haben uns das angeguckt, was da so ein bisschen rausgekommen ist quasi als Ergebnis oder ein paar Blitzlichter aus der Diskussion, habe ich immer rausgeschrieben. Das war also einmal der Punkt, dass irgendwie prekäre Arbeit sehr sichtbar wird gerade, also sowohl Leute, die in Cafés arbeiten, als auch irgendwie Leute, die ganz am Ende oder am Anfang der Lieferkette stehen, zum Beispiel Kaffeeproduzentinnen, teilweise die Auswirkungen von Corona und von Ausgangsbeschränkungen sehr stark zu spüren bekommen. Was man hier irgendwie eigentlich gar nicht so mitbekommt, aber das in dieser engeren Verbindung zu Kunden, dass teilweise Lieferdienste jetzt angeboten werden, auch irgendwie Potenzial liegt, nochmal mehr zu sensibilisieren für die Lieferketten und daran, dass man irgendwie eine coole Stammkundin oder ein cooler Stammkunde wird und das Café auch unterstützt in Zeiten, wo man vielleicht gar nicht hingehen kann und eigentlich vor allem wegen der Atmosphäre hingeht, weil sonst wird das halt nicht wieder aufmachen nach Corona. Und haben wir auch irgendwie viel darüber diskutiert, ob Cafés irgendwie nur Luxus sind oder ob sie auch systemrelevant sind. Der Aspekt der Verantwortung, die irgendwie in alle Richtungen gerade auf Cafés liegt, quasi einmal die Überlegung, okay, mache ich zu, um Leute zu schützen und Mitarbeitende zu schützen oder lasse ich offen, damit die Mitarbeitenden auch weiter bezahlt werden können und meine Lieferantinnen und Produzentinnen auch irgendwie verlässliche Abnehmerin bin. Genau, darüber haben wir letzte Woche geredet. Und wie ich schon gesagt habe, geht es heute um eine Handelsperspektive. Und wir sind sehr gespannt. Genau, das ist natürlich noch eine sehr vereinfachte Darstellung vom Ernährungssystem. Man hat ja nicht einfach am Anfang eine Landwirtin und am Ende ein Café. Deswegen haben wir bei Ikona ein Wimmelbild entwickelt, welches die Komplexität ein bisschen mehr darstellen kann. Das ist natürlich immer noch ein Ausschnitt, aber zeigt schon mal deutlich mehr. Dieses Wimmelbild veröffentlichen wir ab Mittwoch. Da könnt ihr das dann auf unserer Website online finden. Und jetzt möchten wir uns noch mal einen Ausschnitt daraus kurz angucken. Warte, ich teile ihn einmal mit euch. Und zwar ist das ein Ausschnitt, den sich unser heutiger Gast Ingo ausgesucht hat, der gleich einmal selber sagen kann, warum ihn dieser Ausschnitt von Wimmelbild und unserem Ernährungssystem besonders angesprochen hat. Ab jetzt oder später? Ich kann ja kurz nochmal dich offiziell auf der Bühne willkommen heißen, Ingo. Okay. Schön, dass du da bist. Danke. Genau, Ingo arbeitet in Bonn in einem Unverpacktladen und wenn du willst, kannst du jetzt kurz sagen, was dich an diesem Ausschnitt des Wimmelbildes so interessiert hat oder warum du den gewählt hast. Okay, ja, zunächst mal auch von mir aus vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich bin gemäßigt aufgeregt, nein, sehr sogar. Und jetzt sehe ich aber das Wimmelbild nicht mehr, beziehungsweise den Ausschnitt, dann rufe ich mir das bei mir mal hier selber auf. Oder Miriam teilt den doch ruhig nochmal. Oder. Dann können wir den alle nochmal sehen. Ja, dann will ich nur ein ganz, ganz, tatsächlich nur ein winziger Teil vom gesamten Wimmelbild. Also vorab will ich mal sagen, dass ich dieses Wimmelbild in Gänze echt einmalig finde, sehr, sehr, sehr durchdacht. Da ist sehr viel Liebe zum Detail und es ist schön zu sehen, wie komplex und aber auch gleichzeitig absurd, wie ich finde, das Ernährungssystem, was da ja so schön dargestellt wird, überhaupt aussehen kann. Und diesen Ausschnitt hier, den habe ich gewählt, weil zuallererst die UNO-Flagge dort zu sehen ist auf einem Gebäude und zufällig ist es so, wenn ich aus dem Küchenfenster schaue, dann sehe ich genau eben auf das UNO-Gebäude, was da hier in Bonn steht. Und da kann ich diese Flagge eben auch jeden Tag sehen. Und auch nachts, es leuchtet ja.
Ja. Ja, was wir hier, glaube ich, ganz gut sehen können, ist die Darstellung so mancher Klischees. Oder zumindest eines Klischees. Und zwar, wenn wir durch das Fenster schauen, in diesen Saal, und da ist ja auch dieser Balkon zu sehen. Und da oben stehen zwar ein paar Figürchen, die haben die Fäden in der Hand von den, ja, von den Marionetten, die unten am Tisch sitzen. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was wir vielleicht so kennen oder glauben zu kennen. Dass Brüssel, beziehungsweise, also hier ist ja auch die EU-Flagge, deswegen Brüssel, und aber auch sicherlich die UNO von zig Lobbyisten beeinflusst wird und manche sagen ja auch eigentlich sogar regiert wird. Die Fäden in der Hand quasi. Zudem ist dann eben auch noch ein weiteres Klischee zu sehen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen pixelig, nämlich die Krümmung der Banane, wofür die EU so gerne belächelt wird, dass sie alle möglichen Gemüsesorten und dergleichen so genauestens messen wollen und nur was ins Schema passt, auf die Schablone passt, wird auch tatsächlich für den Verkauf zugelassen. Hat ja in den letzten Jahren zum Glück ein bisschen nachgelassen mit dieser Pingeligkeit. Das finde ich gut. Aber dennoch ist es, glaube ich, noch immer in den Köpfen der Menschen, dieses Bild. Okay. Ja, also so wie das Bild sehr viele Klischees zeigt, kann man vielleicht sagen, okay, sind ja nur Klischees oder so viele. Aber das Dumme ist, ich glaube, dass viele der Klischees ganz einfach wahr sind. Das ist mein Bild, meine Meinung. Ja, ich hätte dieses Wimmelbild gern für die Wand. Ich würde es gerne aufhängen. Da kann man ja stundenlang gucken und Dinge entdecken. Ja, super. Dankeschön, dass du deine Gedanken mit uns da geteilt hast. Ich glaube, auf einiges werden wir heute bestimmt auch im Interview noch zu sprechen kommen, was so Ansprüche an Lebensmittel und so angeht. Voll gut, wir haben uns für die nächsten 25 Minuten ein paar Fragen überlegt für dich, Ingo, aber ich möchte ja auch alle Teilnehmenden ganz doll ermutigen, auch selbst Fragen mit einzubringen und schreibt eure Fragen gerne im Chat während des Interviews, ich versuche die dann einzubinden. Genau, also keine Scheu. Genau, und dann fange ich mal gleich mit der ersten Frage an. Ingo, wie hat sich denn in den letzten Wochen dein Alltag so verändert? Ja, also zum einen kann man eben gut sehen, dass ich schon lange nicht mehr beim Friseur war. Also gut, die meisten von euch kennen mich ja sowieso nicht, wie meine Haare eigentlich sind, aber sie sind deutlich kürzer. Das zeigt sich immer mehr. Wir sind deutlich mehr zu Hause als sonst. Treffen mit Freunden finden weitestgehend digital statt oder am Telefon oder wenn dann draußen, aber nur mit gehörigem Abstand. Das Freizeitleben, die Kultur ist so ein bisschen verloren gegangen. Also ich weiß nicht, wer zum letzten Mal wirklich in ein Café gehen konnte, aber es ist ja wirklich lange her. Kino, Konzerte fallen aus. Wir haben uns zum Beispiel in diesem Sommer gefreut, hier zu einem Sting-Konzert zu gehen. Das ist aber verschoben worden aufs nächste Jahr, sofern es dann auch stattfindet im nächsten Jahr. Wahrscheinlich können viele von uns diese Erfahrungen auch sehr teilen gerade. Es hat sich wirklich viel verändert. Wie ist das bei euch im Laden? Macht sich das da irgendwie bemerkbar? Ja, doch sehr. Also am deutlichsten ist es daran zu spüren, dass der Umsatz doch stark zurückgegangen ist, beziehungsweise das Aufkommen von Kundinnen und Kunden ist sehr stark zurückgegangen. Was eventuell vielleicht ein bisschen im Kontrast steht zu anderen Lebensmittelhändlern, zu konventionellen, also zu Supermärkten, wo es eben nicht die Sachen unverpackt gibt, sondern verpackt. Hat vielleicht auch mit dem Vertrauen der Verbraucherinnen zu tun, was viele vielleicht nicht haben bei Unverpacktläden, weil einfach so viele Hände im Spiel sind. Aber bei uns hat es sich dann eben gezeigt, dass viel weniger Kunden kommen, Kundinnen und Kunden. Dadurch ist auch haben wir die Ladenöffnungszeiten sehr, sehr stark eingeschränkt, um etwa 40%,
also in Zahlen von 46 Stunden Öffnungsstunden pro Woche auf 28. Ja, was wir aber zum Glück jetzt ab der kommenden Woche wieder ändern können. Also der Kundenandrang ist wieder höher geworden, stärker geworden, sodass wir wieder die längeren Öffnungszeiten, die üblichen Zeiten anbieten können. Und was ja eben auch ganz deutlich auch die Kundinnen und Kunden spüren, ist, dass eben so wenig nur rein dürfen. Also aufgrund der Ladenfläche können bei uns nur 3 gleichzeitig einkaufen. Alle anderen müssen draußen warten. Das ist samstags sehr gut zu sehen, dass sich eine Schlange bildet. Und jetzt seit neuestem ja auch die Maskenpflicht. Die ist sowohl für die Kundinnen als auch für uns, für mich, ungewohnt. Vor allem, ich glaube, wenn man im Laden arbeitet und solch eine Maske stundenlang trägt, ist es nochmal was anderes und unangenehmer, als sie nur für einen Einkauf zu tragen, für eine halbe Stunde. Ja, es gibt noch viel mehr Dinge, von denen ich noch sagen könnte, aber ich will gleich den Rahmen springen. Das ist wirklich spannend zu sehen, dass auf die Supermärkte eben so einen Ansturm gab, aber bei euch die Zahlen sozusagen zurückgingen in den letzten Wochen. Vermutlich, ich kenne die Zahlen ja nicht und ich war auch selten in einem Supermarkt, in einem konventionellen Einkaufen. Ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass auch da die Umsätze zurückgegangen sind, dass es zwar Hamsterkäufe gibt oder gab, aber ich glaube, die sind ja auch mehr auf bestimmte Produktgruppen bezogen, also Klopapier, ne, und Mehl, was es da mal gab. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ansonsten auch da die Besucherzahlen, Kundenzahlen sehr stark zurückgegangen sind im Vergleich zu einer normalen Zeit. Gab es denn bei euch auch so eine Art Hamsterkäufer? Also habt ihr gemerkt, dass bestimmte Produkte eben dann eher vergriffen waren wie Mehl oder so? Ja, zwar nicht über die ganze Zeit hinweg, aber tatsächlich, also auch wir verkaufen Toilettenpapier. Das war dann auch irgendwann vergriffen, aber weit später als in anderen Supermärkten. Und es gab auch mal einen Run auf Mehl und Hefe. Mhm. Ja, das haben auch wir gespürt. Hat aber jetzt inzwischen auch wieder nachgelassen. Okay. Und habt ihr eben vor allem PrivatkundInnen oder gibt es auch Großabnehmer, die bei euch einkaufen, wie Cafés zum Beispiel? Das sieht man den Leuten ja nicht unbedingt an der Nase an, ob sie jetzt für sich persönlich privat einkaufen oder für einen Laden. Aber ich glaube, in einem Unverpacktladen ist es nicht ohne weiteres möglich, große Mengen für einen Kaffee beispielsweise einzukaufen. Ich glaube, da muss man schon große Gebinde kaufen, um seine Kaffeemaschine am Laufen zu halten und dergleichen. Okay. Also ich glaube schon, dass es eher Privatmenschen sind. Okay, alles klar. Und du hast gesagt, dass jetzt die nächsten Tage ihr wieder die Öffnungszeiten erhöhen werdet, also wieder mehr Stunden aufhaben werdet. Wenn du so auf die nächsten Wochen guckst, gibt es irgendwelche Entwicklungen, vor denen du vor denen du Angst hast oder wo du denkst, okay, das könnte jetzt irgendwie schief gehen oder so? Oder gibt es auch vielleicht irgendwas, was du dir wünschen würdest für die nächsten Wochen, was euren Laden angeht? Ich glaube, da würde es mir einfacher fallen, die Frage mehr so ganz ganz allgemein oder für mich persönlich zu beantworten, als auf den Laden bezogen. Aber es ist schon so, je mehr Stunden wir wieder geöffnet haben, desto, kann man sich ausrechnen, desto mehr Kundinnen und Kunden werden wahrscheinlich auch wieder auftauchen, desto höher sicherlich auch natürlich dann die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass jemand davon das Virus mitbringt und zurücklässt und uns gegebenenfalls auch anstecken kann. Also die Angst ist schon da, bei mir zumindest, aber ich bin auch ehrlich, die ist relativ diffus. Also es ist nicht so, dass ich dann unentwegt daran denke, oh, hoffentlich hat die Kundin oder der Kunde jetzt nicht das Virus. Ne? Mhm. Aber ja, trotzdem möchte ich mich damit nicht unbedingt anstecken. Und, ja. Und allgemein gefasst habe ich die Befürchtung, dass was passiert, wenn niemals ein wirksamer Impfstoff entdeckt werden oder entwickelt werden kann, weil das Virus immer zu mutiert. Es wird dann vielleicht auch schwierig, wie dann die Gesellschaft damit umgeht oder wie wir als Menschen
oder ich. Kann man sich noch gar nicht ausmalen. Habt ihr bei euch im Laden denn irgendwelche so Hygienemaßnahmen sozusagen umsetzen müssen, abgesehen von den Masken? Müsstet ihr Dinge umstellen oder? Also Dinge umstellen nicht. Wir haben eher was hinzugestellt, nämlich einen Tisch hier mit einem Spender für Desinfektionsmittel. Also wenn jemand reinkommt zur Tür, dann steht dann direkt das Fläschchen mit dem Desinfektionsmittel zum Hände einreiben. Und ansonsten ist es tatsächlich eigentlich so, dass wir das, was wir ohnehin schon die ganze Zeit machen und einhalten müssen, sind ja, so ein Unverpacktladen hat ja ganz andere oder weiterreichende Hygienevorschriften als ein klassischer Supermarkt. Also wenn wir zum Beispiel die Produkte abfüllen, die Lebensmittel abfüllen in die Behälter, die im Laden stehen, dann machen wir das ja nicht mit bloßen Händen. Also wir müssen dann jedes Mal entsprechende Handschuhe anziehen. Wenn die Behälter einmal leer sind, dann müssen wir die in aller Regel auch, wenn es nicht die gleiche Charge ist, also aus dem gleichen Gebindesack, müssen wir die auch erneuern, also spülen. Und dann ist es so, dass wir auch ohnehin die Dinge, mit denen ja die Kundinnen auch in Kontakt kommen können, also die Deckel von den Behältern und dergleichen und die Hilfsmittel für die Entnahme der Produkte, die werden nach einmaligem Gebrauch herausgenommen und auch dann sofort dann gespült. Die Deckel werden desinfiziert. Also das ist eigentlich alles, was wir ohnehin schon immer tun, aber jetzt eben besonders kommunizieren mussten, um zu versuchen, das Vertrauen auch wieder zu gewinnen, weil es eben einfach viele auch nicht wissen, dass es in einem Unverpacktladen auch hygienisch her ablaufen muss und auch tut bei uns. Okay. Wir haben gerade eine Frage in den Chat bekommen. Und zwar interessiert Meri, wie die Stimmung im Laden so ist. Also hat sich seit Corona was verändert? Kaufen die Menschen schneller ein? Verlassen sie den Laden schneller? Oder ist auch so dieses Zwischenmenschliche noch da, dieser Smalltalk? Das ist eine wirklich interessante Frage, weil das ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, kurz bevor wir uns hier jetzt getroffen haben oder treffen in diesem Meeting hier, um auch ihre Sichtweise zu bekommen. Und da waren wir uns darüber einig, dass die Stimmung tatsächlich eine andere ist inzwischen. Also was vorher so das Besondere war und vielleicht auch Schöne, ist die Atmosphäre, die in einem solchen Unverpacktladen einfach sein kann. Sicherlich nicht in jedem, aber ich finde, dass unser Laden tatsächlich sehr liebevoll eingerichtet worden ist vom Chef-Ehepaar. Also es ist schon schön, da drin zu sein, diese Atmosphäre zu spüren, zu atmen. Es ist ein wunderbarer Duft, wie ich auch finde, darin. Und aber dieses Verweilen darin, dieses einfach mal so schlendern und stöbern, da ist es so, dass ich glaube, viele Kundinnen und Kunden möchten das vielleicht sogar, aber wir haben dann durchaus den Druck, wenn wir da arbeiten, dafür zu sorgen, dass, weil ja draußen noch andere warten und auch rein möchten, dass es dann leider doch etwas schneller gehen muss und nicht leider nicht geschlendert werden kann, gestöbert werden kann. Ja, und dadurch ist es natürlich auch eine gewisse Anspannung und so Smalltalks gibt es zwar weiterhin, ist ja nicht immer so, dass immer Schlangen draußen sich bilden, aber sie sind weniger geworden. Okay. Und Herzlichkeit ist aber immer noch vorhanden. Genau, und es wird sich durch die längeren Öffnungszeiten ja jetzt auch vielleicht nochmal verändern, dass mehr Leute in den Laden können. Ja, genau. Das fördert das dann vielleicht wieder diese. Ja. Und wie ist es eigentlich mit euren Zulieferern oder den Unternehmen, von denen ihr eure Produkte bezieht? Also was sind das eigentlich für Unternehmen? Sind das regionale Orte, wo das herkommt, oder Bio oder gemischt? Und hat sich da irgendwas verändert jetzt von der Verfügbarkeit an den Lebensmitteln? Also wir können schon sagen, dass wir tatsächlich zu, ich sag mal, 98% oder 99% nur Bio-Lebensmittel anbieten. Bald auch 100%, also ein Produkt fliegt bald raus, was nicht Bio ist. Was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit der Lieferbarkeit.
Also was vorher innerhalb von 1 oder 2 Tagen geliefert werden konnte, das braucht jetzt vielleicht manchmal doch eine Woche. Manche Sachen können auch weiterhin noch nicht geliefert werden. Ich glaube, Hefe ist so ein Produkt, Trockenhefe, was von vielen noch schmerzlich vermisst wird. Haferdrink in der Mehrwegflasche müsste aber auch jetzt bald wieder kommen. Ja, also es gibt mehr Verzögerungen, die es vorher nicht gab. Die Lieferanten, das sind, wenn man so möchte, Großhändler, die die Produkte möglichst, oder zumindest achten wir darauf, dass die Produkte möglichst regional oder zumindest nah aus der Nähe stammen können. Also zum Beispiel Getreide, Weizen und dergleichen, Hafer, Dinkel, das bekommen wir schon möglichst aus Deutschland. Wenn wir es schaffen, auch wirklich aus der Region, aus dem Rheinland. Aber so Dinge, die eben einfach nicht in Deutschland wachsen, wie Reis, da haben wir wenigstens darauf achten können, dass wir den inzwischen aus der EU beziehen können und nicht mehr aus dem Reisbereich an sich, aus Asien, aus Pakistan, aus China und dergleichen. War da noch etwas, was ich jetzt übersehen hatte an der Frage? Ich glaube, das war gut. Danke. Wir haben noch eine Frage im Chat gerade. Und zwar steht hier, dass einige Bioläden und auch konventionelle Supermärkte ja jetzt auch langsam anfangen, Produkte unverpackt anzubieten. Und wie geht ihr jetzt mit dieser Konkurrenz sozusagen um? Also freut ihr euch eher, dass sich dieses unverpackt weiter verbreitet? Oder ist es schwierig, weil dann zum Beispiel weniger Leute zu euch kommen könnten? Wie seht ihr das? Also da kann ich nur für mich sprechen auch wieder. Ich habe das nicht mit, die Frage kommt ja überraschend. Darüber habe ich jetzt mit niemandem vorher sprechen können. Aber es ist schon so, dass ja dieser Laden, in dem ich arbeite, der Unverpackladen, der ist ja mit einer gewissen Ideologie eröffnet worden. Also das Betreiber-Ehepaar, wie auch wir Angestellte, wollen natürlich gerne, dass es in dieser Welt deutlich weniger Verpackungsmüll gibt. Und wir wissen sehr wohl, dass wir allein das nicht hinbekommen können mit diesem einen Laden in Bonn. Und je mehr es solcher Anbieter gibt, desto besser ist es natürlich für die Umwelt und für die Natur. Daher, ich bin zumindest fern davon, das dann als Konkurrenz anzusehen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich dafür sorgen würde, dass uns Kundinnen und Kunden fernbleiben würden. Da komme ich vielleicht zurück auf das, was ich gerade sagte. In dem Unverpacktladen bei uns herrscht wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Einkaufsvergnügen, könnte man sagen. Ja, so empfinde ich das zumindest. Und das, ich kenne ja auch die Läden, die Supermärkte oder Bioläden, die auch teilweise eben Produkte unverpackt anbieten. Aber das ist dann tatsächlich doch immer noch diese Supermarktatmosphäre, die dort vorherrscht. Und von daher glaube ich, dass das nicht wirklich eine Konkurrenz ist, sondern eigentlich eher eine, ich will jetzt nicht sagen Partnerschaft, aber Punkt. Ja. Mehr weiß ich gerade nicht. Eine sehr diplomatische Antwort. Habt ihr von KundInnen in letzter Zeit irgendwie Rückmeldungen bekommen, ob sie unverpackt jetzt anders sehen als vorher? Also irgendwie ist es attraktiver für sie geworden oder eher, genau, also habt ihr da irgendein Feedback bekommen? Ob das jetzt attraktiver geworden ist, weiß ich nicht. Also ich kann sehr wohl sagen, dass wir inzwischen, also in unserem Laden gibt es jetzt seit ziemlich genau einem halben Jahr, also noch relativ jung. Und dennoch ist es so, dass wir eine wirkliche Stammkundschaft schon haben. Also die Gesichter, die ich hier da immer wieder sehe, die sehe ich nicht zum ersten Mal meistens. Und die Gesichter mich wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal und meine Kollegin. Und ich weiß nicht, ob das durch Corona zumindest das Vertrauen in Unverpacktläden jetzt gewachsen sein könnte oder in den Laden. Zumindest nicht dadurch, eher höchstens dadurch, dass wir nach außen hin auch kommuniziert haben und auch zeigen, dass wir auf Hygiene achten
und diese auch umsetzen, soweit es geht. Also, was wir sehr wohl auch mitbekommen, erst am vergangenen Samstag hat eine Kundin sich sehr nett bei mir dafür bedankt, dass wir weiterhin da sind, also geöffnet haben, trotz der Krise. Okay, das ist ja natürlich ein sehr schönes Feedback. Ja. Auch das zu wissen. Und wir haben hier noch eine Frage im Chat. Ist es problematisch, dass ihr teilweise Lieferverzögerungen habt, weil frische Sachen zum Beispiel verschimmeln, oder habt ihr eigentlich eher trockene Produkte? Da unser Laden keine allzu große Verkaufsfläche bietet, haben wir keine wirklichen frischen Produkte. Einige Ausnahmen gibt es natürlich. Es ist Milch zum Selbstabzapfen und Joghurt, frischen Milchreis, Quark. Da bestellen wir aber auch ohnehin beim Lieferanten, übrigens auch aus der Region, relativ geringe Mengen, dass die Wahrscheinlichkeit gering bleibt, dass davon etwas verdirbt. Und die anderen Produkte sind in aller Regel unverderblich bzw. lange haltbar. Okay, super. Ja, gut. Die Zeit vergeht irgendwie sehr schnell. Ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage. Ah, hier ist noch eine im Chat. Siehst du dich selbst als systemrelevant? Doppelt sich sogar mit meiner Frage. denn unsere Seminarreihe oder Webinarreihe heißt ja so. Ingo, was denkst du? Wenn sie die Frage gelesen hätte, ja, wahrscheinlich. Ob ich mich selbst als systemrelevant sehe? Genau. Euch oder dich und deinen oder euren Unverpacktladen. Also auch wenn es eine geschlossene Frage ist, kann ich sie nicht geschlossen beantworten mit Ja oder Nein. Nicht wirklich. Ingo, würde mich jetzt selbst nicht unbedingt als wirklich systemrelevant bezeichnen, als einer von über 80 Millionen Menschen in Deutschland oder noch mehr auf der Welt. Aber die Rolle, die ich als Angestellter in einem Lebensmittelladen angenommen habe und erfülle, die sehe ich insofern doch schon als systemrelevant an. Und dann kann man sich aber natürlich die Frage stellen, was ist eigentlich das System, für das wir relevant sind? Und das ist nicht immer ein schönes System, wenn auch ein wichtiges, also Ernährung ist natürlich wichtig, aber wie die Ernährung zu uns gelangt, auf den Teller, das ist nicht ganz ohne. Und ich finde, dieses Wimmelbild, was wir zu Beginn, zumindest im kleinen Ausschnitt, einmal gesehen haben, und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können das ja vielleicht, wenn es nächste Woche dann online geht, auch sich mal genauer anschauen und darin sich verlieren, mal wirklich sich mal ansehen und erkennen dann wirklich so manche Absurditäten, welche in diesem System so stecken. Und ja, das System ist existent, es ist so, wie es ist, und dafür bin ich in meiner Rolle als Angestellter auch relevant. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, würde das System eine Transformation finden. Also in Richtung, das Stichwort Gemeinwohlökonomie lese ich immer öfter und höre ich immer öfter. In diese Richtung würde ich mir wünschen, könnte sich das alles schnell entwickeln und nicht wie bisher. Ja, was für ein Schlusssatz. Vielen Dank, Ingo. Ingo, für das gute Gespräch. So wirklich sehr spannend, da mal einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das bei euch gerade ist. Und Ingo bleibt auch noch eine Weile da. Also auch nachdem das Webinar vorbei ist, wird er noch ein paar Minuten hier sein. Falls ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr auch später noch im Raum sozusagen bleiben und die dann noch stellen. Und dann können wir jetzt unsere kleine Take-Home-Aufgabe oder Kleingruppen-Session starten. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir euch in Zoom in kleine Gruppen aufteilen, wahrscheinlich zwei Gruppen, und ihr dann für 5 bis 10 Minuten Zeit habt, um gemeinsam
euch Gedanken über eine Frage zu machen. Und zwar, welche Unverpackt-Läden ihr kennt und wen ihr in den nächsten Tagen motivieren wollt, dort in Zukunft regelmäßig einkaufen zu gehen oder mal im Unverpackt-Laden vorbeizuschauen um die Ecke. Genau, und Paulina schreibt noch als Ergänzung in den Chat und welche Argumente ihr dann zum Beispiel vorbringen könnt, dass diese Person dann auch mal in den Unverpacktladen geht. Genau, und die Kleingruppengespräche werden auch nicht aufgezeichnet. Genau, dass ihr da auch frei diskutieren könnt. Und ich glaube, Miri hat alles aufgesetzt. Also ihr bekommt dann gleich so eine Einladung auf eurem Bildschirm und könnt dann dem Raum beitreten. Und wenn ihr dem nicht beitretet, dann bleibt ihr hier im großen Raum sozusagen. Die Miri, die wird jetzt noch kurz alles ein bisschen abrunden und in einen größeren Kontext einordnen. Ja, normalerweise hat Paulina das immer gemacht. Ich hoffe, ich kann eine genauso schöne Zusammenfassung geben, wie sie die letzten Male. Wir haben heute ja mit Ingo aus dem Unverpacktladen gesprochen. Im Gegensatz zu den meisten Supermärkten ist der Umsatz und auch die Öffnungszeiten zunächst zurückgegangen. Aber so langsam wird es wieder mehr. Der Laden wird nächste Woche wieder voll öffnen und auch der Umsatz steigt wieder an. Sorgen, ob und wie hygienisch unverpackte Lebensmittel sind, gab es vielleicht bei manchen KundInnen, aber es gab schon vorher Hygienemaßnahmen, die jetzt nur eben gut kommuniziert werden mussten, was vielleicht auch eine Chance sein kann für die Zukunft, für das Vertrauen in Unverpacktläden, wenn jetzt die KundInnen eben lernen und erfahren, was für hohe Hygienestandards da ohnehin angewandt werden. Ansonsten betrifft ja die aktuelle Situation natürlich ziemlich die Stimmung im Laden. Man kann nicht mehr einfach durchschlendern und stöbern, da eben nur 3 Kunden gleichzeitig in den Laden reingehen dürfen. Das zieht so ein bisschen Parallelen vielleicht auch zu unserer letzten Woche, wo wir mit 2 Menschen gesprochen haben, die Cafés leiten, die sind ja gerade geschlossen, machen nur noch Lieferdienst und Ladenverkauf. Und auch da fehlt dann natürlich so die Atmosphäre, das Schöne, das Gemütliche. Die reine Versorgung mit den Lebensmitteln bleibt aufrechterhalten, auch mit guten Lebensmitteln, auch wenn teilweise hier im Unverpacktladen langsamere Lieferungen entdeckt werden konnten. Oder Produkte vielleicht auch teilweise nicht verfügbar sind. Was an einer höheren Nachfrage für einzelne Produkte liegen kann, aber eben in manchen Fällen vielleicht auch einfach in dem beschäftigten Großhandel. Wir haben in der ersten Folge gelernt, dass die Landwirtschaft an sich so weiter betrieben wird und auch als sehr systemrelevant angesehen wird. Alle Ämter sind offen, damit eben alles weiterlaufen kann. Es gibt keine größeren Einschränkungen im Arbeitsalltag der Landwirtschaft. Das heißt, theoretisch mit regionalen Produkten von der Landwirtschaft selbst müsste die Versorgung soweit gesichert sein, aber anscheinend kann es eben über den Großhandel gerade zu Verzögerungen kommen. Vielleicht nochmal zur Systemrelevanz. Die Landwirtschaft wird als systemrelevant angesehen, zumindest in dem Sinne, dass sie die Lebensmittel produziert, wobei da auch in der ersten Folge in Frage gestellt wurde, ob denn die ökologische Landwirtschaft von außen auch als systemrelevant gesehen wird. Auch der Lebensmittelhandel hier als Unverpacktladen ist systemrelevant. Aber wir haben jetzt schon in mehreren Folgen auch gehört, welches System ist das denn eigentlich? Wollen wir in diesem System, wie es jetzt ist, wirklich relevant sein oder möchten wir nicht einfach ein anderes System? Und was letztes Mal auch noch aufkam, Cafés sind vielleicht an sich nicht systemrelevant, aber da alles miteinander verknüpft ist,
hängen eben da wieder auch Zulieferer dran, KundInnen, und insofern können die einen nicht ohne den anderen. Der Laden kann nicht ohne die Leute, die einkaufen, aber auch nicht ohne die Leute, die was zuliefern und umgekehrt. Deswegen ist das alles miteinander verknüpft und die Handlungen und Aktionen von jedem und jeder haben wieder mit denen vorher oder nachher in der Kette zu tun. Genau, vielleicht noch eine Sache, die ich auch ganz spannend fand, dass ein Unverpacktladen ja genau auch mit einem bestimmten Grundgedanken und ja einer Position und vielleicht auch Ideologie ja möglichst wenig Verpackungsmüll verursachen möchte und das jetzt natürlich in anderen Bereichen des Ernährungssystems, also überall, wo Essen in Cafés und Restaurants verkauft wird, gerade total konterkariert wird, weil alles, was to go verkauft wird, halt in Einweggeschirr verpackt werden muss. Also das sind so leider teilweise auch gerade negative, gegenläufige Entwicklungen. Schön, dass ihr da immer noch als Laden offen habt, eure Stammkundinnen und Kunden bei euch weiter einkaufen können und hoffentlich auch noch ein paar andere. Vielen Dank, Miriam, für den guten Überblick nochmal. Ingo, hast du noch Lust, ein paar Abschlussworte zu sagen? Ein paar Abschlussworte. Das, was dir noch auf dem Herzen liegt. Ja, und zwar finde ich, glaube ich, wäre es, also was den Gedanken an Plastikverpackung vor allem oder überhaupt Plastik angeht, finde ich es sehr hilfreich oder sehr gut, wenn wir vielmehr nochmal daran zurückdenken, wie ist eigentlich dieses Plastik, was wir da verwenden, entstanden? Also wie viele Jahrmillionen sind eigentlich vergangen, bis aus alten Tieren- und Pflanzenmaterialien, organischen Materialien Erdöl entstanden ist und dieses Erdöl dann gefördert worden ist und dann das Gäbelchen oder das Löffelchen, das Strohhalmchen produziert worden ist, um dann nach einem Mal benutzen, weggeworfen zu werden. Und nicht anders verhält es sich ja auch mit den Verpackungen von unseren Lebensmitteln, die Nudeln, die Linsen, die Schokolade, was auch immer. Einfach nur dazu da, um weggeworfen zu werden. Und ich glaube, da ist es, das schließt sich ja dann auch weiterhin oder wieder der Kreis, ein guter Ansatz, möglichst unverpackt einzukaufen. Und und überhaupt möglichst auf sowas wie Plastik zu verzichten, wo es irgendwo geht. Dankeschön. Danke, wirklich. Richtig toll, dass du heute mit dabei warst. Und ich finde, wie immer hätten wir irgendwie noch viel länger reden können und noch viel tiefer in die ganze Thematik so eintauchen können. Und vielleicht ist es aber auch ganz cool, mit so ein paar Fragen heute rauszugehen und so weiteren Denkanstößen, die wir dann zu Hause bei uns und mit Freunden weiter besprechen können. Von daher wirklich sehr spannend. Und bevor wir auf Wiedersehen sagen, interessiert uns natürlich auch, wie ihr die letzte Stunde so fandet, was euch gefallen hat am Webinar heute, was ihr euch beim nächsten Mal vielleicht anders wünschen würdet. Also schreibt gerne in den Chat nochmal, den ihr unten anklicken könnt, wie es euch heute gefallen hat und ja, was wir verbessern können. Und wenn wir darüber reden, was wir verbessern können, dann könnt ihr uns auch gerne noch Anregungen und Feedback geben, mit wem ihr in der Zukunft noch gerne reden würdet. Wir haben jetzt schon mit zwei Landwirtinnen geredet, mit zwei Menschen, die Cafés leiten, heute mit Ingo aus dem Unverpacktladen. Aber genau, unsere Online-Gesprächsreihe geht weiter. Also wenn ihr noch Menschen, Akteure, Akteurinnen habt, wo ihr es spannend findet, mal zu erfahren, wie die gerade klarkommen und wie es bei denen gerade so läuft, dann schreibt das auch gerne in den Chat.
Genau, nächste Woche Montag haben wir eine Lebensmittelretterin von Foodsharing zum Beispiel da. Super, wir haben eine Rückmeldung schon bekommen. Prima Webinar, danke. Das freut mich. Gibt es noch anderes Feedback? Ja. Ich habe heute durch Zufall von dem Webinar und eurer Initiative erfahren und fand das super. Ich werde gleich mal auf der Seite stöbern, was in den nächsten Tagen und Wochen ansonsten noch so ansteht. Ach, wie schön. Super. Ja, wirklich vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Wie gesagt, nächste Woche, Montag, sind wir wieder hier zur gleichen Uhrzeit, auch unter dem gleichen Link in Zoom und haben eine Lebensmittelretterin von Foodsharing zu Gast. Und wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die kann Miri auch gleich nochmal in den Chat stellen. Da bekommt ihr dann nochmal eine Erinnerung und noch ein paar Infos, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Und auch ein kleines Handout, in dem nochmal zusammengefasst ist, worüber wir heute und in den letzten Malen auch gesprochen haben. Und genau, wir sind jetzt noch ein paar Minuten auch hier in dem Zoom-Raum. Also bleibt ruhig auch mit dabei, falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen. Und uns interessiert auch immer, wie wir noch andere Leute mehr einbeziehen können, falls ihr das Gefühl hattet, es da irgendwie schwer, uns zu folgen zwischendurch oder wir können irgendwie noch mehr Barrieren sozusagen abbauen, dann freuen wir uns da auch immer über Anregungen. Und wir sind aber auch per E-Mail erreichbar, die kann Miri auch gleich nochmal in den Chat stellen. Genau. Und ich sehe hier im Chat geht es schon nochmal eifrig weiter mit ein bisschen Feedback. Ich fand es auch wieder anregend, über Privilegien nachzudenken, dass wir uns beschweren, dass die Einkaufsatmosphäre nun nicht mehr so schön ist. Andererseits gibt es so existenziellere Probleme an anderer Stelle. Merci also für die Diskussion. Super. Und dann ein paar Mal danke. Also wirklich schön, dass ihr dabei wart und vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche. Habt noch einen schönen Abend.